Moin Leute, im heutigen Video sprechen wir über die Neuigkeiten bei Saison Nummer 6, mit dabei natürlich hier die neue Sniper Rifle SPRs Wohnerdacht, die ihr freischalten könnt im Battle Pass momentan. Eine gute DMR, die man auch umbauen kann wie eine Sniper Rifle, wie die R700. Eine coole Waffe mit guter Mobilität, Feuerrate, Mannstoppwirkung, aber macht gerne auch manchmal mal Hitmarker. Die Sniper Rifle könnt ihr dann gerne auch heute hier nachbauen, wie ich die hier im Video hatte. Mit ein paar kleineren Änderungen und ab maximalen Level könnt ihr die richtig cool umtunen, mit nochmal mehr Feuerrate und mehr Mannstoppwirkung. Und yo, natürlich heute noch mit dabei Neuigkeiten in Call of Duty. Cold War kommt nämlich bald ein Zombie-Trailer, der kommt heute am Abend gegen 19 Uhr. Da gerne vorbeischauen, denn ich denke, mein Zombie-Trailer wird richtig cool werden. Mit dabei werden dann noch eventuell ein paar kleine Neuigkeiten über die Beta, die dann am 8. Oktober erscheinen wird. Und natürlich, wenn ihr drauf Bock habt und auf meinen Waffenguide, dann gerne dranbleiben bei meinem Video. Mit dabei natürlich hier noch Neuigkeiten wegen der Saison, was da genau geändert wurde und welche Punkte ich nochmal ansprechen wollte. Und dann Leute, let's go mit dem Waffenguide. Im heutigen Waffenguide die SPRs 208, umgebaut für Mobilität und Waffenschaden. Mit den taktischen Lasermarkierer könnt ihr schneller unaimen und habt mehr Stabilität beim Feuern. Dadurch könnt ihr leichte Gegner treffen und das wäre auch wichtig. Mit dabei noch ein Zoom, damit könnt ihr nochmal leichter treffen und habt mehr Reichweite. Leidender Nachteil, natürlich, wenn man damit nicht umgehen kann, lieber mit Iron Sight. Dann hätte ich hier noch den Schaft Blitz mit mehr Gehgeschwindigkeit, SZV und Sprintout Time. Total wichtig für die Mobilität, aber dadurch wird die Waffe ungenauer. Und dann hiermit, mit der 600er Feeder, könnt ihr schneller nachladen und dadurch auch schneller feuern, eine Art wie Schnellfeuer, Rapid Fire Mod. Und dann hätten wir noch die 338 Laborkugeln mit dabei, für erhöhten Schaden, Kugelschnelligkeit und effektive Reichweite. Nachteil wäre der Recoil, aber dafür macht ihr weniger Hitmarker. Total wichtig, gerne mit reinpacken. Dann hätten wir noch mit dabei die Renetti, dann zusammenflicken, Geist, Eifrig, Wurfmesser, wichtiger Punkt gleich und Blendgranate. Mit dem Waffenguide habt ihr eine relativ coole Waffe gebaut mit hoher Mobilität und guten Waffenschaden. Der Nachteil wäre die Grundbeweglichkeit und auch manchmal das Nachladen. Aber dafür hättet ihr nochmal hier erweiterte Magazine. Mit dabei hättet ihr noch Normalkugeln für erhöhte Reichweite und Effektivität. Oder halt hier die Palua-Kugeln für mehr Schaden. Und wenn ich ehrlich bin, die Waffe und auch die Muni, die erinnern mich verdammt stark an die Sniper Rifle R700. Und ja, wir hätten hier genau die gleiche Waffe, nur mit anderen Namen. Ihr kennt Call of Duty, die dürfen nicht immer die Waffennamen verwenden und klauen den halt einfach und machen dann andere ähnliche Waffen mit verdammt ähnlichen Namen. Oder halt nicht. Mit dabei wäre dann nochmal die andere Waffe hier im heutigen Update, nämlich hier die AS Wall. Die werde ich noch vorstellen, die Aya kennt ihr vielleicht, die kann man auch umbauen wie in der Dragunov. Da werde ich auch noch ein paar Waffenguides dafür hochladen, da könnt ihr dann auch gerne vorbeischauen, wenn ihr Bock habt. Und im heutigen Video nochmal ein paar Kleinigkeiten und Neuigkeiten, weil wir haben in Modern Warfare ja im Update bei Warzone eine U-Bahn reinbekommen, Nikolai und Farah die neuen Operator, dann nochmal 4 neue Karten für den Multiplayer. Im normalen Multiplayer hätten wir ja einmal endlich eine Schneekarte reinbekommen, die Panzerfabrik. Naja, erinnere mich irgendwie an Volta 2 Stalingrad, nur noch mehr vercampt. Die Karte gefällt mir gar nicht. Und wir hätten noch mit dabei, ja, 3 Karten, die ihr von Battle Royale kennt, die einfach reinkopiert wurden, weil die Entwickler keine Karten mehr gemacht haben. Tja, cool. Und ja, das C4 wurde runtergenervt, mit weniger Wurfreichweite, auch prima gemacht. Wenn ich ehrlich bin, viele YouTuber haben gerade keinen Bock mehr auf Call of Duty Modern Warfare. Ich schon, ich mache ja auch noch immer gerne Multiplayer. Aber wir warten alle auf Call of Duty Cold War. Und ja, heute kommt dann auch endlich mal ein Trailer für den Zombie-Mode. Und wenn wir Glück haben, bald auch nochmal Neuigkeiten über die Beta. Welche Neuigkeiten hier reinkommen, welche Waffen, welche Karten, welche Änderungen. Und ja, darüber werde ich dann nochmal gerne auf meinem Kanal berichten. Natürlich auch hier den Trailer nochmal vorstellen, wenn ihr darauf Bock habt. Dann gerne vorbeischauen und gerne euch angucken. Und ja, gerne auch meinen Waffenguide nachprobieren. Denn ich finde die Waffe echt gut gebaut. Ihr könnt hier die natürlich mit mehr Reichweite bauen für Battle Royale. Aber ich denke mal, wenn ihr Multiplayer spielt, meine Waffe einfach nachbauen, gerne probieren und gönnt euch. Natürlich, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben, Abo und Glocke aktivieren, wenn ihr noch neu vorbeischaut. Und weitere Neuigkeiten und Waffenguides findet ihr auf meinem Kanal. Und dann, meine Freunde, haut rein und bis zum nächsten Video.